Dr. Dietmar Takt. Videokolumne Nummer 18. Benjamin Britten im Midsummer Night's Dream aus dem ersten Akt, aus der Arie Welcome Wanderer, die Passage 50, Ziffer 50, 51. Ich spiele Ihnen kurz was aus dem Anfang der Arie vor. Hört hier im Hintergrund eine Celesta-Figur. Das ist immer so ein Wechsel von übereinander liegenden großen Sekunden. Als Ostinato taucht diese Figur im gesamten Stück auf und gleichzeitig ist es eines der Leitmotive Oberons. Ganz markant immer mit diesen leichten, luftigen Klängen der Celesta und der Harfe kombiniert, verbunden. Und wenn man sich das genauer anschaut, ich habe das hier mal einmal aufgeschrieben, sieht man, man hat hier immer die großen Sekunden S, F und As, G, also Töne der S-Dur-Tonleiter. Und man hat hier die Töne G, A und E, Fis, Töne der G-Dur-Tonleiter. Hier gibt es also eine Art Wechsel zwischen zwei Tonalitäten, eine Art bitonales Pendeln, immer so ein bisschen herum um den gemeinsamen Zentralton, der ja in beiden Tonarten auch auftaucht und der hier dann interessanterweise aber in der Estosphäre auch weggelassen ist, nämlich um das G herum. Man kann das auch komplett atonal interpretieren, das ist einfach ein Rutschen im Halbtonabstand von zwei Ganztonclustern ist, nämlich dieser hier und dieser hier, zwischen dem immer hin und her gependelt wird, beziehungsweise auch überlagert wird. Diese Keimzelle ist für das gesamte Stück strukturbildend. Es gibt verschiedene Abschnitte, zum Beispiel eben besagte Ziffer 50, Ziffer 51, wo richtiggehend in der Tonart G-Dur hier dieser fließende Mittelteil kommt. Ich spiele mal eben mal an. So, und dann kommt jetzt gleich wieder im Anschluss die Celesta-Figur mit diesen 6 Achtel vorgeschrieben und eben S-Dur mit dieser anderen Grundtonalität. Moment. Hier. Man hört im Hintergrund wieder die Celesta. Und was jetzt hier aber interessant ist, dass zum Beispiel in diesem Abschnitt dann nicht nur fein säuberlich getrennt hintereinander weg die beiden Tonarten kommen, sondern dass sich hier auch was überlagert. Also ich habe hier noch was anderes vorbereitet. Man sieht hier Grün S und Orange G-Dur. Das schiebt sich dann irgendwann, wenn er nämlich dieses da dam di dam, das ist alles noch wunderbar irgendwie immer im Wechsel. Ja, da, da, di, da, da, di. Und das ist dann wiederum irgendwie hier, ja, genau, das überlagert sich. Dann hat man zum Beispiel dieses Motiv auch dieser Sekundverschiebung in der Melodie, die hier vorher schon erklungen ist. Dies. Und gleichzeitig gibt es dann direkt im Anschluss auch noch so eine kanonische Variation dieses Themenkopfes. Und man könnte dann aber auch das Ganze funktionsharmonisch noch interpretieren. Ich habe das hier nochmal vorbereitet. Während man aber eigentlich auch interessant hier in diesem Abschnitt, wenn das dann kommt, so eine Aufhaltung von dieser Grundtonalität zu so einer stehenden Quart-Quint-Harmonik hat, weil das er klingt unter so einem stehenden Streicherakkord, der sich wiederum aus dem Tonmaterial dieser Dreierfigur dieser hin ableitet. Und ja, und das Ganze ist alles eigentlich um den Zentralton G herum gruppiert. Wenn Sie noch Fragen haben, Dr. Takt, Sie erreichen mich unter takt@deutscheoperberlin.de. Thank you.